persuaded. I gotta shave my hair. I reconsider that all my life goes. Soon I will be dead. The bad boy knocks at least three times. Your breakfast waiting is 9:30. Yay! Wir haben uns ein Stück ausgesucht von einem Herrn, von dem die Gitarre vermutlich noch bekannter ist als er selbst. Und wenn ich sage Lucille, weiß sofort jeder, wer gemeint ist. Und hier ist ein Stück von dem Herrn, nämlich Mr. B.B. King. You upset me.
Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt haben wir schon so lange gespielt. Ich denke, jetzt ist es mal an der Zeit, die Jungs hier kurz vorzustellen. Das machen wir ganz kurz und schmerzlos. Ich mache das absichtlich jetzt komplett ohne Musik, denn wir haben gleich ein kleines, aber feines Experiment mit euch vor. Ich bin gespannt, ob es hinhaut. Aber jetzt fangen wir erstmal an, die Jungs hier vorzustellen. Und ich möchte anfangen mit dem Mann rechts hinter, schräg neben mir. Der Mann, der Mythos. Was soll man über ihn noch sagen? An der Gitarre, Ralf Bernstein! Hinter mir, der Mann hat heute eine sehr, sehr weite Anreise auf sich genommen. Er nimmt zu jeder Probe und zu jedem Gig eine weite Anreise auf sich. Ich möchte ihn nicht mehr missen. Er ist der Mann, der uns unten um die Hosenbeine ans Flattern bringt. An den Drums, Matthias Resch! Ja, was soll man über den Leuchtturm in unserer Band sagen? Er singt, er spielt Keyboards, er spielt was immer dieses Ding auch ist. Das sieht immer für mich aus wie so ein Heizkörper. Er ist einfach ein Multi-Instrumentalist und er ist vor allen Dingen ein ganz, ganz cooler Typ. An den Tasten, Jens Fackel, Absage! Dann haben wir natürlich noch den Mann hier links neben mir, was mich besonders freut, dass wir ihn dabei haben, denn er ist sozusagen das Küken. Man sieht es nicht unbedingt, aber er hat noch so ein bisschen Eierschale hinter den Ohren. Er ist ganz frisch bei uns und ich finde, man merkt es überhaupt nicht. Am Bass, der Eddie. Nachher mal auf, Speicher heißt er, ist mir gar nicht angefallen. Eddie, Speicher am Bass. So, jetzt machen wir ein Stück und dann ist es auch schon gut mit unserem Set. Ihr wollt ja alle noch spielen und wir haben uns was Lustiges ausgedacht. Ich habe gedacht, wir spielen mal ein Stück von einer nicht ganz so bekannten Band aus Australien, die so viel mit Blues zu tun hat, wie die berühmte Kuh mit dem Eierlegen. Und ich sag das einfach gar nicht an, wir machen das jetzt und dann schauen wir mal, was passiert.
Hinweisen. In wenigen Sekunden machen sich unsere beiden charmanten Damen nicht weglaufen. Ich weiß, dass ein paar jetzt das Lokal wechseln wollen. Aber vorher geht es darum, die Stimmzettel in den dafür vorgesehenen Obstflücker zu werfen. Und damit wir überhaupt weiterhin diese Session hier unten in dem gewollten Rahmen veranstalten können, wäre es natürlich ganz, ganz toll, wenn Sie Ihre Zufriedenheit durch einen entsprechenden Omnibus zum Ausdruck bringen können. Wir machen das hier alles ehrenamtlich und Sie merken wahrscheinlich, das ein oder andere bei der Improvisation funktioniert hat, manchmal nicht so, wie man möchte. Aber dafür sind wir auch alles keine Profis. Ich hoffe, dass es trotzdem gefällt. Und wie gesagt, Angelika und Conny gehen jetzt mit dem berühmten Obstflücker durch die Reihen, um die Stimmzettel einzusammeln, während Zeltum Sinners noch einen Song zum Besten gibt. Oder könnt ihr noch einen? Ja? Einen? Ja? Weil die fünfte Jahreszeit hat ja gerade erst angefangen. Ja, was soll ich da sagen? Vorbereitet haben wir nichts. Nein, gelogen, natürlich haben wir noch einen, aber vorne. Und eigentlich war unser Bassist schon fast zu Hause, er hat es schon zusammengepackt, aber macht ja nichts. Ja, bei den Cover-Songs ist es immer ein bisschen schwierig, bei fünf unterschiedlichen musikalischen Herkünften einen gemeinsamen Nenner zu finden. Bei einem Stück ist uns das aber doch gelungen. Und zwar gibt es in San Antonio eine junge Bluesband, die heißen Los Lonely Boys. Und wenn euch gleich etwas ein wenig Spanisch vorkommt, dann hat das durchaus seinen Sinn. Thank you.
Señorita, y ya la más bonita, y ya le quedó.